So, Hammer der Stürme. Schwach. Wow. Hallihallöchen, Leute, und willkommen zurück zu South Park, der Stab der Wahrheit, mit mir, dem Sray. Im letzten Part haben wir vom Citywalker, dass mongolisches Fleisch scheiße schmeckt. Und jetzt erklimmen wir deshalb den Turm. Haben noch eine neue Quest gekriegt. Wir sollen nämlich jetzt auch noch Craig vom Nachsitzen befreien. Machen wir auch noch. Aber erstmal erklimmen wir jetzt den Tower of Peace. Was? Ach komm, ernst? Was drück ich? Okay. Was denn da? Meucheln. Korchen, Mongole. Ja. So. Yay. So, Hammer der Stürme. Schwach. Wow. Oh. Fuck. Wenn eine Waffe blinkt. Da, drücke A für einen Angriff, für so einen schweren Angriff. Was? Wie geil! Wie geil! Oh, wie cool ist das denn? Oh, wie geil! Oh, es gefällt mir richtig. Benutzt das Feuerwerk, zerknüllte Laterne. So, gehen wir hier hoch, ne? Ganz einfach. Oh, jetzt habe ich Butters auch noch getroffen. Dann greifen wir nochmal normal an. Ach, da hätten wir auch noch mit dem Furz angreifen können. Okay. Dann benutzen wir hier einfach mal den Hammer der Stürme. Ja, ich feiere das. Ja, wie soll ich sagen? Das mit den Effekten, dass das auch so Stärke und Schwäche gibt und sowas. Läuft. Bei dem läuft, ganz ehrlich. So. Heiliger Bonusschaden. Wut der Horde. Ah, jetzt hat er zweimal angegriffen. Ach. Mensch. Na, nochmal. Hat Ballas auch ein bisschen Spaß. Ist ja langweilig, wenn nur wir alles verprügeln. Mongolenbogen. Okay, wir gucken mal nach. Haben wir eigentlich schon wieder. Ne, haben wir natürlich nicht. Ändern. Nein. Dreimal 35. Fügt bei perfekten Angriffen 10% Schaden zu, das Ziel beginnt nach einem perfekten Angriff zu bluten. Stark gegen Schilde, trifft für zusätzlichen Schaden. Stark gegen Rüstung. Ich behalte meine Dartpfeile. Die ist verschlossen. Schlüssel zum Mongolenschatz. Das sieht aus wie. Ja. Achso, ich war dahinter. Geht doch. Lamtron. Oh, dahinter ist was.
Oh, das war jetzt so schwer. Flammschwert, Mongolenbar. Habe ich Flammschwert nicht schon? Ja, oder? Ups, da habe ich, glaube ich, gerade. Annehmen. Ach, ernsthaft. Okay, die sind noch dran, aber der ist abgelegt worden. Ach komm, legen wir den Mongolenbogen an. Warum nicht? So. Jetzt hat der nämlich Schock und Feuer. Oh Mann, ein Türrätsel. Okay. Dahinter ist wer? So, den haben wir gekriegt. Also, das hat man ja echt gesehen. Was? Wie krass! Ah, toll, das war, glaube ich, gerade ein Fehler, ne? Okay. Vielleicht auch nicht. Nein. Ich habe gerade gesehen, wir können auch. Was? Boah, wie geil ist das denn? Wie geil das einfach ist. Das, oh toll, hätten wir die damit erledigen können. Na toll. Drachenschwarm? Hä? Okay. Warum da nicht? Ach! Oh. Muss man auch auf seine Umgebung achten, wa? Yay! Sind wir schon oben? Hey, ich denke, der Citywalk-Typ wollte sich um die kümmern. Ja, nee, ja, verliere ich doch locker. Ach, das ist ein Gegner. Okay, ja, doch, sollte das machbar sein. Ich meine, das normale Angriff, ja, ne? Okay, brennt. Wunderbar. Yay! Zorn. Oh, wie übel das aussieht. Nein! Gesundheitstrank. Klein. So. Fähigkeit meucheln. Oh, und blutend. Aber ich blute auch. Butters nimmt kleinen Gesundheitstrank zu sich. Und dann machen wir Butters Hammer. Ach, verdammt, angewidert und brennen. Aber dann können wir doch logischerweise einen Heiltrank nehmen. Jo. Mongolenbogen. Und Furz, Alter. Yeah! Wir haben gewonnen.
Genghis Khan Bart, Geld und Gesundheitstrank klein. Okay. Stürzt der Turm jetzt ein oder was? Sollte hier runter. Aber zuvor will ich meine Aufwertung verbrauchen. Mäuchen bewirkt dir zusätzlichen Schaden für jede Blutung beim Ziel. Oh, ist das geil. Ich stehe versuche neben deinem Ziel einzufällen. Oh, wenn du erfolgreich. Ach komm, machen wir erstmal das. Mäucheln. Wow. So, rauf da. Ich liebe diesen Bogen. Wie sich das anhört! Boah, Leute! Ernsthaft! Boah, wie geil sich das anhört, wenn die brennen! So, einmal noch den Gong geläutet. Ja. Tschüss. Haben wir geschafft, wa? Oh Gott. Der Controller vibriert. Und der Citywalk müsste jetzt auch wieder Citywalker essen. Hm? There you go, kid. All the shitty chicken you can carry. You do good work. I'll help you fuck up Mongolians anytime you want. Not bosses, though. They too tough. You call me with this. I give you one per day. Oh, wie cool. Miniaturgong. Herbeiruf freigeschaltet. Sorry, you can only summon me once per day. Ja, ist gut. Wissen wir. Ja, cool. Die sitzen immer noch hier und essen immer noch diese dieses mongolische Zeug oder was? Gibt's hier einen schönen Pokémon? Ups, Entschuldigung. Hey, no fighting in here. Ach Gott, Shiny Sun, wir haben dir immer ein Gold. Was? Wer ist hier eine Pussy, yo? Well, what are we waiting for? Yo. Oh, Pussy, hau ab, ja. So. So, ja und nun? Oh. Verloren. Oh, wie traurig. Oh, wir können ja looten. Hat jedenfalls Spaß gemacht, gegen die Loschung zu kämpfen. Sieht man eigentlich auch. Erstmal Freunde, Mischdakim. So, sieht man irgendwo die Erfahrungspunkte? 570 von 800. 32 Freunde, ab wann gibt es den nächsten Vorteil? Ach, wir haben noch einen! Oh! Oh, oh, oh. Hat bestimmt schon wer in die Comments geschrieben. Dein erster Angriff in dem Kampf birgt zusätzlichen Schaden. Klar, warum nicht? Warum nicht? Jimbo's Guns, da können wir auch nochmal eben rein. Erledigen wir da noch eben die Quest, die wir abgeben können. What can I do for you, new kid? Nice work. I remember when I bagged my first dog. This was real personal for me and Ned. Well, we lost half our unit to a farm cow when we were stationed in Hanoi. Far as we're concerned, you're an eine Kuh verloren, eine halbe Einheit. Proud to know you. Was? I have no words. I can't wait to see what you kill next. Jo, gehen. Nietenhundehalsband. Was noch? Zeig mal her. Rüstung. What can I do for you? Was hast du denn? Waffen.
Och Mensch, ernsthaft. Nee, der hat nix. Und you remind me of a guy I served with in Ja, schön. Toll, das bringt uns schon mal nichts. Da sind Elfen. So. Ich will ins Inventar und... War das toter Vogelschädelsticker? Nee. War das nicht. Das war, glaube ich, hier. Ändern. Feinde, die im Nahkampf angreifen, erleiden bis zu 10 Schaden. Und was war das? Fügt 5 Rüstungen zu und schwächt feindliche Angriffe. Angriffe, Nahkampf, bla bla bla, MP. Anlegen. Oh, you want some of this? Nee. Aber da kommen wir noch gar nicht lang. Ups. Was machen wir denn als nächstes? Schweinbärmann? Wir können zu Al Gore gehen? Flughund? Müll. Ach Gott. You're a douche. Ach, sei ruhig, geh mir nicht auf den Nerven. Wir gehen, denke ich mal, jetzt in die Kanalisation rein. Ich weiß, wahrscheinlich wird sich schon aufgeregt, dass ich so viel Nebenquests mache. Aber ich finde, sowas sollte auch gemacht werden und nicht nur Hauptquest. So, wo gehen wir denn hin? City Hall. Ja doch, müssen wir hier hoch. Dann hier lang. Genau. Entschuldigung. Hey, new kid. Hi. Oh. Fumer told me to pick that spot. Pretty good, huh? Ja. Okay. Ah. Hier kommen wir noch nicht weiter. Können wir Kanalisation erstmal abschminken. Ich frage mich jetzt, wo noch so eine olle Flagge fehlt. Mensch. Gott, dann bin ich jetzt ratlos. Da bin ich jetzt echt ratlos. Schweinemann, wir geben Al Gore Bescheid. Wir geben Al Gore Bescheid, definitiv. Das machen wir eben noch. Das ist bestimmt so ein Überbabu. So, neue Nachricht von Mr. Kim. Wenn du meine Hilfe brauchst, ruf mich an. Ich werde über deine Feinde kommen, wie Smog übel Shanghai. Das habe ich jetzt so vorgelesen, weil... Ja, Chinesen, ne? Oh ja, oh, da stehst du drauf, ne? Genau. Hi, Al Gore. Junior Algorian. With all the sensors in place, I can get a reading on my... I knew it! These are definitely hot man-bear pig readings. Come with me. I must put this data in the data man-bear pig base. Was? Nee, oder? Oh. Komm, gehen wir eben noch hin. Ja, gehen wir eben noch rein. Aha. This is very interesting. The sensors have picked up Man Bear Pig underneath the ground of South Park. If you know anywhere you can get underground, go there at once and run this defibrillator. Defibrillator. Okay.
Start den Defibrillator. Och, ist hier gar nichts oder was? Ein Strohhalm. Oh, das ist ja langweilig, ne? Ich dachte, ich krieg hier was Schönes und dann sowas. Back again, Junior Algorian. Have you found somewhere in the sewers to put the defibrillator? Och, leck mich doch. Ja gut, ne? Ich würde mal sagen, im nächsten Part kümmern wir uns dann um Craig und holen den vom Nachsitzen raus. Wenn ihr den Part bewerten könntet und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin und tschö. Jesus Christ! Oh shit!